Hallo zusammen, willkommen zu Depart, einem Indie-Horror-Spiel, von dem ich absolut nichts weiß, außer dass Mark Players gespielt hat. Es soll ein wenig Fotorealismus darstellen. Und ja, ich guck mal, was ich vom Ganzen halte. Ich weiß wirklich nichts vom Ganzen, ich habe sogar aus Versehen mit Escape gestartet. Ich sage, dass er auch immer seine Videospiele mit Escape starten lässt. Shoot. Ich würde ja gerne, aber ich finde so wie die Bewaffnung fürs Ganze. Die dumme Feststellung ist da drin, ist dunkel wie in der Kuh. Finde ich nicht toll, ich sehe gefühlt gar nichts. Sollte was sein, kann ich mich ducken. Ich suche jetzt offenbar eine Waffe. Das ist jetzt zumindest mal so meine These. Ach so. Alter, ich sehe einfach einen Scheiß. Ah, okay. Da fuck. Kann ich da jetzt einfach auch wieder gegen. Ah! Ich bin einfach geistig behindert. Das ist natürlich die Lösung für all meine Fragen. Nee. Gun. Evil. Daran kann man drehen. Ich nehme an, das macht das andere Ding da drüben mal uff. Perfection. Springfield Armory, USA. Alter, warum auch so viel Blut an meinem Arm? Und ich kann aim. Das gefällt mir. Das erinnert mich an dieses andere Unreal 5 Engine Projekt, das ich da mal gesehen habe. Okay, die Steuerung ist wack. Ich kann irgendwie so zielen. Vielleicht sollte ich mal Charakter Sachen. Fuck. Du bist ja eine komische Tür. Die meisten Türen gehen nach meinem Wissen nur in eine Richtung. Uff. Bonjour. Ah. Gut, das ist nichts, mit dem ich auch nur einen Ansatz von etwas zu tun haben will. Ja. Dann gehen wir halt hier lang. Hier hat es Ketten. Ohne Klimaanlage. Wie nett. Denn aktuell wird es sowieso gottlos wärmer. Und hier hinten geht's lang. Jetzt da vorne auch lang. Geschlossen. Okidoki. Ist nämlich irgendwie an Resident Evil. Bum bum. Ich hab hier Bum bum. Sonst hat hier niemand Bum Bum. Ich bin der Master auf Bum Bum. So, irgendwo hin. Es ist so dunkel. Okidoki. Fair enough. Au.
Das Spiel ist wirklich viel zu dunkel. Ich meine, Lichtslide oder sowas, mein Junge. Hier ist, meine Damen und Herren, sehen Sie Räume. What the fuck habe ich gemacht? Ja, voller Blut. Bin vollgesaut. Ich mag es nicht, dass das Spiel mir eine eindeutige Richtung gibt, in die ich zu laufen habe. Aber auch nicht so eindeutig. Guten Tag. Kann ich Ihnen weiterhelfen? Der Kopf hat sich in Luft aufgelöst. Seht ihr, meine Herren? Mit Bum Bum kann man alles lösen. Die Frage ist, muss ich hier lang? Nein. Ich verstehe halt wirklich nicht, wohin muss. Echt dumm. Das gefällt mir gar nicht. Ich mach die Tür jetzt einfach auf meine Art und Weise auf. Ach ja, Kinder, Waffensicherheit. Ziel nie auf etwas, was ihr nicht treffen wollt. Hä, bin ich dumm? Ich könnte doch schwören, ich muss das Ding hier mitnehmen. Ah, eben. Ich hab gesagt, muss das Ding mitnehmen. Geschlossen. Auch geschlossen. Auf einmal ist hier mal dunkler. Aber man kann ja in einem Horrorspiel nicht Licht haben. Fuck off! Spiel? Oh no! Fuck this shit! Alter, ich aime jetzt. Jetzt hier vorbei, meine Freunde. This way. Ich höre den Scheiß doch. Sieht so dumm aus. Der Flur ist sass. Mich umdrehen ist sass. Peng. Muss ich überhaupt nachladen? Dieser Raum hier ist richtig sass. Dieser Raum gefällt mir gar nicht. Wusstet ihr, dass ich extrem schreckhaft bin? Und vor allem laute Geräusche. Geräusche bei mir gottlos effizient sind. Ey, am Schlüssel. Laut Geräuschen schnelle Sachen ist auf mich zu bewegen. Aber ich finde es gut, dass das Gegner auch ein Licht hat. Es lässt zumindest fair aussehen. Habe ich einen Teil vom Level geskippt? War es intellektuell hochbegabt? Fuck, von wo kommt das Licht? Aha, jetzt bin ich hier drüben. Puh. Alter! Alter Verwalter!
Neff? Eigentlich will ich mich echt nicht so lange umdrehen. Denn irgendwas in meinem Kopf sagt mir immer, dass es nicht gut ist, sich lange umzudrehen. Jetzt gibt's einen Jumpscare. Es ist so ruhig. Immer wenn es ruhig ist. Gibt's einen Jumpscare. Das ist eine Regel. Die kein Horrorspiel jemals brechen wird. Ich gehe zuerst nach hier. What? Ah, hinter mir war was. Ja. Ich sag, ich muss die ganze Kellersektion nochmal spielen. Ja, play. Fucking hell. Oh, ich muss nachladen. Aha, ohne Kopf. Geht's dir nicht mehr so gut? Nein, doch. The fuck bist du? Du bist kein Mensch. Bist du ein Dummy? Alright. Das war jetzt unterhaltsam. Vor allem ganz unterhaltsam war, dass mich in diese... Spawnst du immer nach? Halt! Bleib stehen! Renn doch nicht so! Okay. Wie schön. Will hier noch einer? Weil es doch einer will, jetzt wäre der Zeitpunkt. Denn jetzt habe ich noch Kugeln. Alter. Das war unfair. Das dürfen die nicht machen. Meine Voice cracked. Kann es hier lang oder kann hier hinten gucken? Was ist hier? Ist halt vor mir versteckt, Spiel. Das ist vor mir versteckt, eine nicht erklärbare Lichtstelle, Funktion, Banane. Ich finde es auch nett, dass man scheinbar nicht alles neu spielen muss, wenn man einmal aufs Maul bekommt. Da. Hör auf, dich zu bewegen. Da. Fuck. Kann ich gehen? Bitte? Okay, das war's schon. Ich bin überrascht, wie kurz das jetzt war. Vielleicht war es auch länger und ist mir nur gottlos kurz vorgekommen. Zu dem Spiel eine Meinung, Gedanken. Es hat seine Atmosphäre super aufgebaut. Es ist aber ein Prototyp, das merkt man an manchen Stellen. Die Jumpscares, die im Spiel waren, die haben mich bekommen. Auch einfach nur Masken, die herumliegen, was schon mal darauf hinweisen wird, dass die Atmosphäre gut ist.
Dann braucht man keinen In-Your-Face-Jumpscare, sondern kann seinen Jumpscare auch ankündigen und man erschreckt trotzdem. Ich fand's gut. Ich hoffe, es gibt irgendwann eine Vollversion von dem Ganzen, die ich dann auch spielen werde auf diesem Kanal. Und ja, ich hoffe, es hat auch euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Video wieder ein. Da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Peace out.